Hi zusammen, wir haben hier heute von Lenovo für euch das ThinkPad Helix. Das ThinkPad Helix ist ein Convertible, das bedeutet, es ist zum einen Teil Tablet, als auch zum anderen Teil Ultrabook. Ja, bevor ich euch das Gerät vorstelle, einmal ganz kurz der Lieferumfang. Im Lieferumfang enthalten ist einmal ein Digitizer-Stift, den man auch ganz praktisch hier oben ins Display einschieben kann. Dann haben wir einen Adapter mit bei von USB auf Netzwerk. Das heißt, dass wir hier auch sozusagen ohne Netzwerkanschluss auch Netzwerkkabel anschließen können. Und wir haben einen Adapter von DisplayPort auf VGA, dass wir hier halt auch einen ganz normalen Monitor anschließen können. Natürlich ist auch ein Netzteil mit dabei und das Helix. Das Helix besteht aus zwei Teilen. Da ist zum einen das Tablet. Das ist dieses hier, als auch unten die Docking-Tastatur. So, ihr seht hier ganz normal Windows 8 drauf, Multitouch-Unterstützung und so weiter. Jetzt möchte ich euch natürlich auch noch kurz die Anschlüsse zeigen. Wir haben hier, ich hoffe, das kann man gut erkennen, wir haben hier auf der Unterseite einmal einen USB-Anschluss, hier haben wir den DisplayPort, hier haben wir einen Einschub für eine SIM-Karte, hier ist Lüftungsauslässe, hier ist der Connector für den Docking-Anschluss und hier haben wir den Anschluss fürs Netzteil. Das Ganze kann dann natürlich aber auch ganz bequem entweder so rum angeschlossen werden, das heißt, hier hat man dann die Möglichkeit, wie mit einem Ultrabook zu arbeiten, aber wir haben auch die Möglichkeit, das Ganze andersrum anzuschließen und dann wie mit einem übergroßen Tablet zu arbeiten. Das heißt, so habt ihr natürlich auch die Tastatur mit dabei, das Dock mit bei und könnt dann ganz bequem halt auch so rum arbeiten. Wir haben hier vorne natürlich eine Webcam. Wir haben hier oben auf der Oberseite den Ein- und Ausschalter. Wir haben auf der rechten Seite den Anschluss für ein Headset. Dann haben wir hier Lautstärke und Leiser. Wir haben hier eine Displaysperre. Hier vorne ganz normal die Windows-Taste. Ja, und am Dock selbst haben wir dann auch nochmal einen USB 3.0-Anschluss, den DisplayPort-Anschluss. Hier haben wir noch einen weiteren USB-Anschluss und den Anschluss fürs Ladegerät. Weitere Anschlüsse gibt es hier nicht. Wir haben hier Windows 8 in der Pro-Version installiert und hier vorne ist dann noch der Lüfter, der sozusagen dann den Luftstrom erzeugt und die kühle Luft durch das Gerät durchjagt. Ja, im Grunde ist es das auch schon fast vom Lenovo ThinkPad Helix. Ich drehe es jetzt nochmal um, damit es wieder so aussieht wie ein Ultrabook. Und noch kurz zur Tastatur. Wir haben hier ganz bekannt von Lenovo den Trackpoint. Wir haben das Touchpad, haben die Möglichkeit im gesamten Touchpad zu klicken. Das heißt, hier gibt das gesamte Touchpad nach. Und wir haben hier eine meiner Meinung nach sehr gute Tastatur. Das heißt, wir haben einen ordentlichen Druckpunkt und können hier auch vernünftig mitarbeiten und auch längere Texte schreiben. Ja, im Grunde ist es das vom Lenovo ThinkPad Helix. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal.